Hallo Leute, kommen wir jetzt mal zu dem erweiterten Tutorial, was Spam angeht. Ihr kennt das sicher alle, euer PayPal-Account ist abgelaufen, da muss irgendwas aktualisiert werden. Hier kannst du die besten Pillen kaufen oder hier geht's zum Online-Casino. Alles Mails, die man eigentlich gar nicht im Postfach haben will, also Spam. Was liegt da näher, als diese Mails einfach zu löschen, weil man will sie ja nicht haben. Doch was passiert, wenn man am nächsten Tag ins Postfach guckt? Da sind genau dieselben E-Mails wieder drin. Deswegen habe ich das schon in meinem letzten Video über Spam angesprochen. Löschen ist nicht die beste Variante. Viel besser und geschickter ist das Filtern. Klar gibt es große Blacklisten draußen im Internet, aber was meint ihr, wie die an ihre Daten kommen? Einerseits benutzen die natürlich sogenannte Spam-Trap-Adressen, die nur dazu gedacht sind, Spam einzufangen, um damit die Blacklisten zu pflegen. Andererseits ist aber euer Feedback auch sehr wichtig für Spam-Filter. Viele große E-Mail-Anbieter nutzen Spam-Filter, die automatisch lernen. Das können die aber nicht, wenn ihr E-Mails einfach löscht, sondern ihr müsst denen schon sagen, was denn Spam ist. Wenn ihr also eine Spam-E-Mail in eurem Posteingang erhaltet, dann nutzt die Chance und deklariert diese Mail auch als Spam. Das kann entweder ein Spam-Knopf sein oder ihr verschiebt die E-Mail einfach in einen Spam-Ordner. Viele Anbieter arbeiten nämlich mit einem sogenannten Textmuster-Profiler. Der analysiert einfach alle E-Mails, die ihr als Spam markiert habt und baut sich daraus neue Muster, um Spam zu erkennen. Ein weiteres Feature dabei, was viele nicht kennen, ist, dass die E-Mail-Anbieter eure Meldung dazu nutzen, um den ursprünglichen Provider, von dem aus diese Spam-E-Mail kam, zu alarmieren. Der kann dann dem Spam auf den Grund gehen und diese Mails zukünftig verhindern. Dazu hat jeder große E-Mail-Anbieter eine extra Abteilung. Sollte euer E-Mail-Anbieter so etwas nicht machen, dann gibt es immer noch so zentrale Lösungen wie zum Beispiel SpamCop. Da könnt ihr einfach eure Spam-E-Mails hinschicken. Die analysieren dann den E-Mail-Header, machen den Provider aus, von dem der Spam kam, und melden das. Eine einfache Möglichkeit, SpamCop zu nutzen, ist zum Beispiel ein Plugin in Thunderbird. Das werde ich aber in einem zusätzlichen Video erklären. Eine andere Möglichkeit in Deutschland wäre noch die Internetbeschwerdestelle. Die gehen nämlich rechtlich gegen die Unternehmen vor, die Spam verschicken. Den Link dazu und zu den anderen Tools, die ich hier erklärt habe, habe ich unten in die Videobeschreibung eingefügt. So, das war mein Beitrag zum Thema Spam melden und ich hoffe, ihr werdet euch beim nächsten Mal, wenn ihr im Posteingang eine Spam-E-Mail erhaltet, dazu entscheiden, die E-Mail zu melden und nicht einfach zu löschen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.